Stoffmengen berechnen, Stöchiometrie. Erstmal das Prinzip. Wie funktioniert das? Wie geht das? Und so weiter. Solche Sachen. Aber das Problem ist, meine Unterrichtsmitschnitte sind zu lange. Und die sind zwar toll bewertet, aber einfach zu lange. Und deswegen habe ich dieses Mini-Video auch erstellt. Es gibt noch mehr davon. Und von hier aus kommt ihr direkt in den Unterricht. Also genau dahin, wo ihr wollt, das, was ihr wissen wollt. Zum richtigen Abschnitt. Ich muss jetzt noch ein paar Sekunden reden, damit der Link erscheinen kann überhaupt. Also noch ein paar Sekunden Geduld bitte. In diesen Mini-Videos wird also noch nichts erklärt, aber eine Bitte, bevor ihr auf den Link dann klickt, der müsste jetzt gleich erscheinen, dann bitte ich darum um eine offene und ehrliche Bewertung, also Daumen runter oder Daumen hoch. So, dann viel Freude beim Verstehen. Bis jetzt haben es alle verstanden. Na denn.